So, heute machen wir jetzt hier mit der persönlichen Geschichte weiter hier in Heart of Thorns. Wurzel des Schreckens. Und wer ist jetzt dabei? Das weiß ich gar nicht. Ist das Auron? Der Auron Xehanort. Auron, ja. Dabei, siehste. Wunderbar. Und wir müssen irgendwo nach Ratasum, habe ich verstanden. War es nicht Ratanovus? Ratanovus, genau. Ratanovus, ja klar. Aber wir sind dann, das ist irgendwo, der grüne Stern ist zurzeit irgendwo mitten in den verschlungenen Tiefen. Finde ich übrigens, wie viele Leute sind da so gar nicht so angetan davon. Ich finde es gut. Also ich finde sowohl verschlungene Tiefen als auch Dragonstand finde ich richtig gut. Also. Es ist halbwegs sehr unübersichtlich, muss ich leider gestehen. Es hat sehr viele Ebenen und für mich ist das halbwegs noch wie ein großes Labyrinth. Da ist er, ja. Ja, ich bin ja. Da wollen wir mal gucken. Ja, der Stern ist hier unten irgendwo. Ja, also ich verlaufe mich da auch immer regelmäßig, ne? Aber, er war doch da vorhin. Naja, wir wollen mal in die Richtung uns bewegen. Ich bin bereit. Spürt die Macht des Dommeldrachen. Hier? Das ist gut, oder? Kann sein, dass der Stern jetzt auf einer anderen Ebene ist und dass man das deswegen nicht sieht. Ne? Ah, da ist er wieder. Ja. Müssen wir hier rein? Ja. Zeit, echten Schaden anzurichten. Müssen wir hier runter, glaube ich. Wir können gleich hier unten rechts sein. Hier oben muss er sein. Ich bin jetzt die ganze Zeit mit meiner Norn hier in dem Gebiet unterwegs und muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass das jetzt wieder die Diebin ist hier. Ja. Aber hier muss das sein. Hier ist es. Hier ist es. Oh. Okay, Satz betreten. Wurzeln des Schreckens. Na mal so. Sieht aus wie Spinnen da drauf. Hm. Eine Art. Aha. Okay. Ja, ich habe ja immer geglaubt, dass an den Geschichten etwas dran war. Es heißt, die Novus Crew habe sich geweigert, über der Erde zu leben. Und ihr meint, diese Stadt sei hier draußen im Dschungel? Hoffnungsfroh und, ehrlich gesagt, freue ich mich auch sehr. Alles, was uns gegen Mordremos hilft, wäre im Augenblick hilfreich. Wo ist denn unser grüner Freund hin? Kanach ist vorausgegangen. Ich denke, er musste mal einen Augenblick allein sein. Ach was. Was will der denn alleine? Das ist schon irgendwie. Da muss man schon misstrauisch sein. Ja. Wo wollen wir hin? Ach, hier runter. Müsste hier unten sein. Ist ja plötzlich alles so leer hier. Keine Mobs. Er hat schon noch halbwegs den Heimweg freigerannt. Ach, da ist er, ja. Ja. Kanach, seid ihr. Ich habe mich nur umgesehen. Kein Grund, dass sich eure Leute gleich rückwärts überschlagen. Kommandeur, da unten ist ein Leutnant des Pakts und möchte euch gern sprechen. Sie und ein paar andere konnten aus einer Gefangenenkarawane der Mordrem fliehen. Und er ist am Winken. Sie haben ein provisorisches Lager errichtet, aber irgendwas stimmt da nicht. Leutnant, wunderbar. Das ist aber jetzt nicht Leutnant Bender. Leutnant Bender kenne ich ja, den habe ich ja aus meiner Geschichte. Was Leutnant ist Bender, den gibt es noch gar nicht, den muss ich erst noch erschaffen. Ah. Leutnant, ihr wolltet mich sprechen? Kommandeur, sobald wir den Boden berührten, wurden wir von Mordrem überfallen. Die Überlebenden wurden gefangen genommen. Und ihr konntet flüchten? Ja. Marshal Traherne, Soja und Hauptmann Thackray haben für Ablenkung gesorgt, damit ein paar von uns flüchten konnten. Ihr habt sie getroffen? Sind sie hier? Ich fürchte, nein. Sie haben ihre eigene Gelegenheit zur Flucht geopfert, damit wir uns retten konnten. Die Mordrem haben sie erwischt. In welche Richtung sind sie?
Ich war zu benommen. Unser Magister weiß es vermutlich. Er war der Letzte, der fliehen konnte. Aber er ist nicht hier. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Ein Monster hat das Lager angegriffen. Es holt sich immer ein paar von uns auf einmal. Der Magister ist mit einer Truppe hinterher, um es zu töten. Den von Pilzen erleuchteten Durchgang dort entlang. Leutnant, ich lasse ein paar Leute hier zu eurem Schutz. Ich gehe dem Magister nach. Braham, ihr kommt mit. Da gehen immer Leute verloren irgendwie, ne? Und die man suchen muss jetzt. Ja. Jetzt müssen wir diese Kreatur finden. Ach so, in Richtung Team. Nee, da wollen wir natürlich nicht hin. Ne? Oh, hier ist was los. Das war beeindruckend. Gut, dass das vorbei ist. Okay. Sieht ja wieder hübsch aus mit den Pilzen hier, ne? Leuchtpilze. Ja. Grüne Rückstände. Sieht aus wie das Blut irgendeiner Kreatur. Ja, hier unten. Okay. Da kommt noch mehr. Müssen wir die jetzt Zeit, alle echten Schaden dann anzurichten? Wir vorbei, oder? Dann erfrischend. Wir jetzt durch. Nee. Es ist schon durch, ja. Wäre doch ganz gut, die erstmal wohlweislich aus dem Weg zu räumen, sonst. Weil sie nachher alle an der Backe. Sieht aus, als hätte keiner überlebt. Ich sehe aber niemanden mit der Rüstung eines Magisters unter den Toten. Er muss tiefer hineingegangen sein. Wir müssen ihn finden. Möglichst lebend. Da stimmt was nicht. Wenn das ein Mordrim ist, dann ist er anders als alles, was ich je gesehen habe. Was immer das sein mag, es ist groß. Es scheinen drei Wege weiterzuführen. Welchen nehmen wir? Er hier mit Glatze sieht doch richtig sexy aus, ne? mal. Welchen nehmen wir? Ja, das ist jetzt die große Frage, ne? Also der Kniff ist... Wir nehmen jetzt mal den Linken hier. Ja, genau. Der ist für mich einfach. Da muss ich einfach nur an den grünen Rückständen auf dem Boden, ja, Boden halten. Ich sehe jetzt hier nichts. Ich müsste eigentlich eine Fackel haben oder sowas, ne? Ja, falls du eine Fackel hast oder den weitester Rücken-Scan hast, der kann ja ebenfalls als Fackel. Warte mal, aber eine Diebin hat ja keine Fackel, ne? Inventar. Funktionieren. Nein, hab ich nicht. Pflanzenhund verwandeln. Wenn ich mich in Pflanzenhund verwandle, leuchte ich glaube ich auch, ne? Also ist eine Feuerwerk habe ich auch noch. Ansonsten habe ich gerade mein Flammenrucksack an. Weißt du fragst mir einfach erstmal. Zeig dir dann den Weg. Oh, ist aber spannend hier. Am meisten macht es Spaß im Dunkeln hier, ne? Bei dem Moment musst du aufpassen. Die lassen mich einen spitzigen 5 Felsen hier herabfallen. Erfrischend. Jetzt haben wir nur noch Braham dabei. Ne? Aber ich sehe zumindest deine Fußstapfen. Ist auch nicht schlecht. Wunderbar. Na los! Vielleicht könnte man sich so eine leuchtende Raupe mitnehmen. wäre auch zu viel zu schön. Aber wir müssen uns gleich durchhaben.
Hier lang. Da. Oh, jetzt das ist auf jeden lang. Fall kein Mordren. Vielleicht nicht. Aber totgehen wird das Biest genauso gut. Die ist ja ganz schön mutig. Da haben wir die Kreatur. Ja, einfach drauf, ne? Ja. Rot, aber gleich in Verstärkung. Ja. Da kommt sie auch schon. Ich kann doch auch verstehen. Schmerzen lieb. Oh, ich habe einen Beherrschungspunkt bekommen. Nein! Ich gebe auf. GZ. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das ist Herr Magister. Kommandeur, ihr kommt mich holen? Wir werden euch hier herausholen. Nein, der Rabe ist schon hier, zu holen. Oh je. Ganz ruhig. Ich bin ja da. Könnt ihr mir sagen, in welche Richtung die Mordrim-Karawane unterwegs war? Ich? Ja. In den Dschungel. Tiefer hinein ins Gebiet der Mordrim. Nach Süden. Ruhet in Frieden, großer Jäger. Ich persönlich werde eure Geschichte erzählen. Oh, die Ischil sagen, Mutter Dschungel sorgt für uns. Aber sie scheint nur für Tod zu sorgen. Und wir sorgen ja. Für Oh, jetzt ist er tot. Oh, der arme Kerl. Muss doch mal eben was mal hinknien hier. Mal sehen. Magister Humli, siehst du? Ja, dann mal zu. Oh, hier ist ein. Reintreten wollte ich eigentlich nicht. okay, wo müssen wir hin? Zu Braham. Das müsst ihr euch anschauen. Das müssen Hunderte sein. Da lassen wir schön die Finger davon. Kümmern wir uns wieder um unsere Mission. Okay. Dann müssen wir doch hier runter. Nein, wir müssen nochmal wieder zurück. Was? Nochmal wieder zurück? Ja. Wir kommen hier vorne. Ach, da kommen sie ja schon. Kommandeur! Cass, was macht ihr denn hier? Es sind weitere Paktsoldaten gekommen und haben das Lager gesichert. Wir sind gekommen, so schnell es ging. Haben wir was verpasst? Ein riesiges Insektendings. Irgendetwas über unsere Freunde? Ich habe mit dem Magister gesprochen, bevor er starb. Er sagte, die Karawane sei unterwegs nach Süden. Dann sollten wir sie verfolgen. Es ist eine schwere Entscheidung und ich bin auch total dafür, sie zu retten. Aber wir können den Abstecher nach Rata Novus nicht einfach vergessen. Die norwanischen Wissenschaftler und ihre Forschung über die Altdrachen könnten ungeheuer wertvoll sein. Wir werden uns aufteilen müssen. Taimi, Kanach und ich gehen nach Rata Novus. Ihr anderen sucht nach Spuren der Karawane. Rox, hinterlasst uns Zeichen, damit wir euch einholen können. Wenn dieses Rata einen Drachennotausschalter hat, dann gehe ich mit euch. Die Karawane können die anderen auskundschaften. Na schön. Auf geht's, Leute. Und einen Schlüssel habe ich gekriegt. Und ja, fünf wunderbar. Leinienfunken. Wunderbar. Schrift der Makuma-Beherrschung. Und das war's. Abgeschlossen.